Hallo und herzlich willkommen zurück zu Robocraft. Mit dabei ist der Schlittenbauer Dani. Tach. Und wir rüsten das Ding jetzt mal auf Railgun um. So, dafür gehen wir in das Cube Depot Hardware. Railgun in Tier 4. Machen wir 1, 2, 3, 4. Denkst du, es lohnt sich, die Schlittenteile unten wie ein V aufzubauen, damit es weniger umkippt? Ein V? Ja, normalerweise bremst es dann aber. Die müssen ja parallel sein, sonst hast du ja immer... Nein, ich meine nicht so schräg parallel V, sondern dass vorne zwei parallel sind und hinten zwei parallel, die hinten aber enger aneinander sind. Ach so, ja, das geht. Das ist kein Problem. So, Ray Cannon. Jetzt ist lustig, ich habe mir den Dinger noch nie gespielt. Ma, jetzt brauchen die mehr Platz als das andere. Lego mio. Das ist der Nachteil von Railguns. Habe ich dir noch nicht erzählt? Nein. Merkt man. Och nö, Alter, wie viel... Alter, wie viel Platz brauchen die denn? Das ist jetzt aber schon ein bisschen übertrieben, ihr netten Railguns. Warte mal, da muss ich hier ein bisschen was am Design ändern. Das geht ja so nicht. Wenn ich den hier so hin mache und den da... Das kann ja gar nicht gehen. Wo setze ich jetzt die letzten zwei Railguns hin? Diese irgendwie... Kann ich die da drauf stellen? Nee, das ist ja mit dem Ding dann in... Oh. Was blockiert denn jetzt schon wieder? Hä? Ich sehe nicht, was da blockiert. So, ich Warum kann ich es dahin, aber nicht dahin stellen? Weißt du was, dann ist es halt nicht genau in der Mitte, dann schaut es halt scheiße aus, aber es funktioniert, so. Ich glaube, ich habe gerade... Also, ich versuche gerade mehrere Balanceoptionen bei meinem Schlitten. Und zwar, ich denke, wenn ich die hinten anbringe, dann drückt es vorne ein wenig mehr nach unten. Dann dürfte es auf Bergen nach Fahrt nach unten nicht so schnell umkippen. Theoretisch. Okay. So, warte mal, kann ich jetzt noch meine anderen zwei Schilde hier irgendwo montieren? Wäre es ja... Ja genau, reiße halt weg, Cäsar, du Spack. Unglaublich. Moment. Das war wieder die lustige Links-Rechts-Schwäche hier. So. Einmal das und einmal... Boah, das geht, das ist schön. Habe ich noch genug CPU dafür? Ich hoffe doch. Okay, es sieht gewagt aus, sagen wir es mal so. Ich möchte jetzt nicht scheiße sagen, aber es sieht gewagt aus. So, wie viel brauchst du? Ne, mehr ist mehr als 7 Punkte. Kann ich den Thruster da eigentlich noch unten dran stöpseln, oder? So. Hey, das ist so eine ausgebohrte Hässlichkeit, das Fahrzeug jetzt. Halb zerrupft. Also symmetrisch zerrupft, ne? Und wenn ich das hier ein bisschen noch wegbaue... Ist sie vielleicht nicht ganz so hässlich. So, so. So, so. Das ist da weg. Das ist da weg. Habe ich noch welche von denen? Also bisher ist mein Fahrzeug langsam, instabil und kippt um. Ja gut, dann können wir anfangen, oder? Und hat auch keine Waffen. Und ist Tier 5. Oh Mann, was baust denn du da? Ein Weihnachtsschlitten. Ja ach, das weiß ich schon, aber naja, ich schaue es mir dann später an. Einen instabilen Weihnachtsschlitten mit Jets. Kann es sein, dass man bei Schneefahrzeugen hinten normale Räder benutzt? Normalerweise Ketten. Die sind langsam. Ja klar. Also außer im Real Life, da sind die halt schneller, denke ich. Ich bin in so einem Kack-Ranked Battle. Ich bin nicht im Kack-Ranked Battle. Also bin ich mal gespannt, wie diese Railguns funktionieren, die ich noch nie in meinem Leben verwendet habe.
Muss ich die irgendwie aufladen und schießen die dann, oder wie ist das? Toll, ich habe keine Ahnung, wo vorne und hinten ist an meinem Fahrzeug. Super. Also Railguns sind mehr so Sniper-Teile und die laden sich relativ langsam auf. Ich Achso, meine auch okay, das ganz heißt, oft. unten links sehe ich die Aufladung. Und wenn der voll ist, dann kann ich ballern. Das ist mal ganz doof gesagt. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Das heißt, die erste Ladung dauert ziemlich lang und danach lädt er alle Waffen sehr schnell nacheinander hoch. Genau. Okay, ich habe es verstanden. Aber wenn du einmal geschossen hast, dann hast du die ganzen Ladungen im Grunde genommen wieder verloren. Ja, das ist klar. Und dann musst du neu aufladen. Und zwar kannst du entweder R drücken oder du schießt deine ganzen Waffen leer. Also ich bin mal gespannt, ob ich mit dem Ding irgendwas treffe. Super. Ach so, der schießt eine nach der anderen leer. Ah, ich verstehe. Was ist denn jetzt der Vogel? Da hinten ist noch einer. Der hat irgendwie das gleiche vor wie ich. Toll. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich versuche den mal zu flankieren. Railguns sind übrigens im Nahkampf relativ unpraktisch. Yep. Aber ich glaube, das hast du schon bemerkt. Bemerke ich gerade, ja. Schneeschlitten sind eigentlich relativ schnell, Mann, oder? Mann, 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 Mann. Kommt auf an, wie viel Zug denn da ist. Lad das Ding auf, please. Ha, einmal konnte ich noch treffen. War jetzt aber. Also ich weiß ja noch nicht, ob ich so großer Railgun-Freund werde. Mal sehen. Probieren wir nochmal. Destroyed. Super. Na, nochmal probieren hier. Aber ich wundere, dass ich den einen nicht komplett zerfetzt habe, weil eigentlich hauen die doch rein, dass alles zu spät ist, oder? Nein. Super. Das heißt, sie sind langsam. Auch nicht sonderlich. Also sehr gut gegen Flugzeuge. Alle anderen Waffen haben einen sehr hohen Nachteil eigentlich gegen Flugzeuge. Was du bestimmt auch schon bemerkt hast. Ja. Das sind die Sachen, die ich vorher hatte. Ah, ein Plasmabomber ist unterwegs. Okay. Ich finde es voll lustig, wie Leute immer versuchen, einen Plasma-Bomber zu bauen, der für das Level eigentlich total ungeeignet ist. Wieso ungeeignet? Weil man dann immer nicht alle Teile oder so benutzen kann. Kommt das mal ein bisschen näher vielleicht? Ich glaube, wenn ich nicht mehr seine Lebensanzeige sehe. Was? Team Victory? Jetzt schon? The fuck? Okay. Ach ja, gut. Die 10 Punkte nehme ich gerne mit. Oh, erinnerst du dich noch an den Bosskampf ohne Boss? Jep. Ich glaube, das hatten wir insgesamt zweimal, oder? Ich glaube, das ist mir nochmal passiert. Weiß gar nicht. Finde es komisch, dass Leute teilweise ohne diesen Special Bonus unterwegs sind. Ich meine, steht doch riesengroß drinnen. Gib den Code ein, Mann! Vielleicht haben die den schon eingegeben gehabt und der ist ausgelaufen. Ja, aber Happy 2015, das ist doch eindeutig Richtung Silvester gerichtet. Würde mich wundern, dass der schon vorher aktiv ist dann. Naja, ist in 3 Tagen Silvester? Heute ist der 28. oder? 1, 2, 3, ja, ich muss. Also heute ist Sonntag. Montag, Dienstag muss ich arbeiten, Mittwoch ist Silvester, ja. Kann sein, dass er schon früher aktiv war, aber war nicht an Weihnachten, oder? Glaube ich, ist auch weniger.
Na, wo seid ihr denn, ihre kleinen Gegner? Du willst jetzt nicht zum alten kleinen Gegner pädophile Abschießer. Nee, nee. Ah ja, Cäsar doch nicht. Ich? Niemals. Komm schon. Mich halt dich. Okay. Er hat sich gewehrt. Das hat wehgetan. Alter, das hat sogar ziemlich wehgetan. Hä? Ich bin doch gerade eben schon Level 14 gewesen. Okay. Sehr seltsam. Okay, ich hab jetzt ein fahrbares Gerät, aber ich denke, ich bräuchte für meinen Weihnachtsschlitten noch viel mehr Blöcke, wenn ich das anfangen würde. Also ich bin bereit jetzt. Okay, ich bin glaube ich auch gleich bereit, so wie sich die Runde entwickelt. Also ich habe ihn ordentlich angeballert, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so viel gebracht hat. Also von den Leuten, die ich auf meiner Freundschaftsliste habe, bin ich der Unfähigste? Nee, du bist der drittschlechteste. Hey. Auf Tier 4. Aber es liegt auch nur daran, weil die Leute unter dir 0 Punkte haben. Ich bin gerade eben erst Tier 4 geworden und ich habe auch keine sonderlich hohen Erwartungen, da ich noch nicht die gute Rüstung habe. Aber das werde ich jetzt halt nicht in der Folge alles umbauen, weil das dauert ein halbes Jahr. So, mal gucken. Auf Tier 2 bist du bei mir auf Platz 5. Auf Tier 3 bist du bei mir Platz 4. Und auf Tier 4 bist du bei mir Platz 7. In weiter Platoon. Ah, zwei Freundschaftsanfragen. Accept. Accept. So. Bist du im Platoon? Ja. Dann let's go. Also ich bin noch nicht so überzeugt von dieser Waffengattung irgendwie. Ich komme damit noch nicht zurecht. Ein bisschen Schaden habe ich gemacht. Ah, ein SMG-Boss. Ich bin mit meinem Crab Hunting Plasma Wolf jetzt unterwegs. Okay. Oh, hier hat einer ein ich weiß gar nicht mehr, wie das Teil heißt, gebaut. Ein sehr komisches Luftkissen auf jeden Fall. Ich meine nicht den Boss, den ich gerade markiert habe, weil alle anderen anscheinend unfähig waren. Der hat nur noch 85%. 95, oder? 94 jetzt. Okay, so nah wollte ich jetzt nicht ranfliegen. Ey, wo ist denn der jetzt? Ich hab vergessen, dass man mit meinem Plasma-Bomber nicht so leicht lenken konnte. Das ist ein recht schneller Boss, oder? Ja. Und der hat auch schon einige kaputt gemacht. Oh, und mich hat er gerade auch kaputt gemacht. Ui, ich hab ihn aber ordentlich zugesetzt, glaube ich. Zumindest hat er ein paar Waffen verloren, als ich drauf geballert habe. Vielleicht haben welche mitgeholfen. Er hat gar keine Waffen mehr, er ist entwaffnet. Entwaffnet! Als ich reingehauen hatte, hat er auch ganz viel verloren. Team Victory! Ne, ich habe einmal eine komplette Charge reinballern können. Es hat ihm ziemlich wehgetan, glaube ich. Wenn du mit der Plasma einmal vollständig in den Boss reinschießt. Aua. Railgun, mit 6 Railguns habe ich ihn getroffen. Ich habe Defeat und Hero Bonus bekommen. Okay. Nicht. Ich hatte ja noch die Hoffnung bei einer Runde, wo ich dann ausgestiegen bin, aber tja, da war wohl nichts mehr. Wurde ich ja schon wieder 65 Tokens. Hm? Um den Hero Bonus zu bekommen, brauchst du nicht zu gewinnen. Brauchst du nicht dabei zu sein und zuzugucken, also. Naja, man kann auch aufhören, aber das eigene Team muss das komplette Spiel dann gewonnen haben oder die Runde gewonnen haben, ne? Genau. So, lass mal gucken, was uns jetzt erwartet.
Also gegen Boss finde ich jetzt die Railguns ganz cool. Hey, da bist du ja rechts, links von mir. Warum bist du? Dann bist du da. Hallo. Aber so gegen normale Fahrzeuge, Hopsch. ich bin mir noch unsicher, ob ich das weiter ausbauen werde. Man bekommt, wenn man Blöcke verkauft, die Hälfte des Einkaufspreises, oder? Überfliegt euch mal. Dani, bekommt man die Hälfte denn etwa? Oder war das jetzt ein anderer Wert? Okay. Du solltest vielleicht nicht als Erster so ganz vorne sein, weil du hast halt nicht die Waffen, mit denen man ganz vorne kämpft. Ich meine, Ich habe ja ja. das komplette Ding als Sniper im Teil in der Sicht. Aber du bist ganz schön weit. Okay, jetzt bist du wieder ein bisschen hin. Weil die Ich anderen bin sind. hier hingefahren und bin hier stehen geblieben. Ach so. Ach, du bleibst doch. Ja, ich guck mal, wenn nichts kommt, fahre ich ein bisschen weiter, aber da ist zum Beispiel jetzt, dass das kommt. Ich hätte jemand gefunden. Ich gehe hier weg. Super. Ich glaube, ne, ich habe ihn nicht einmal getroffen. Was für eine Scheiße. Glaube, ich fahre mal da hoch auf die Anhöhe. Vielleicht sehe ich da ein bisschen mehr. Ich habe nichts mehr wirklich zum Lenken. Hinten eigentlich. Zu weit weg. Nee, da runterfahren ist doof. Ich glaube, das war schon gar nicht schlecht, die Stelle, die ich die mir da ausgesucht hatte. Aua. Ich habe gerade einen Laserstrahl gesehen. Halt. Ich kann nicht mehr nach oben und unten fliegen. Das ist doof. Ja, der Laserstrahl ist verräterisch drum. Habe ich den meistens zum Boden gerichtet und erst wenn ich wirklich an was ballern möchte, richte ich den dann hoch. Den habe ich getroffen. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass die sich zum Teil gegenseitig abballern. Ich verstehe nicht so Ah. ganz warum. Eigentlich müssen sie freies Hast du ihn Schussfeld haben. gesehen? Wen? Ah, ich glaube, du schießt schon darauf. Oh, jetzt ist er genau hinter den Felsen gefahren, als ich hinballern wollte. Aber einen habe ich. Hast du ihn zerstört? War aber nicht der. Ein anderer, der da noch mit dabei gestanden war. Ich bin zwar ein Flugzeug, aber ich funktioniere noch. Da ist er oben. Weiß schon, aber da vorne ist noch ein anderer. Problem ist, Maki. dass ich das Ding gerade nachgeladen habe. Das heißt, ich konnte mich nicht wehren. Maki. Ah, ich wurde zerstört. Dann schaue ich dir mal zu. Oh, da oben ist ein. Das ist ein Healer da hinten, oder was? Oh ja, du wirst gerade von einem Healer auseinandergenommen. Weiß schon. Weil ich kann mich nicht mehr wehren. Das war's. Aber ich denke, wir bekommen den Hero Bonus. Ja, allerdings. Liegt mir noch so rum. Aber die Healer-Waffen sind immer so schwach. Naja, wenn du bedenkst, dass du die erst ab Tier 6 bekommst und das ja ein Tier 4 Kampf ist. Stimmt, okay, ja. Dann sind sie doch relativ schwach. Dann muss ich dir zustimmen. Gut, aber ich werde jetzt mal gucken, dass ich die Waffen, ja, wir haben noch einen Hero-Bonus bekommen, dass ich die Waffen etwas anders platziere, weil ich scheine mir da irgendwie. Naja, doch, das ist nicht eine Höhe. Ne, ich gucke mir das auf jeden Fall mal an. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis dahin. Ciao! Tschüss.